Ja, InScope Real Talk über Heiraten oder Freundschaft plus Alkohol, Zigaretten. So einen kleinen Talk. Finde ich eigentlich auch geile Themen. So Zigaretten finde ich übertrieben unnötig, stinkt. Ja, ist einfach teuer. Dann je nachdem, wie man zum Alkohol noch eingestellt ist und Heiraten oder Freundschaft plus oder was man von Freundschaft plus hält. Ja, ist geil eigentlich. Darüber kann man schon schwätzen. Ich muss nur sagen, wir schauen, wir gönnen uns das Video. Zu alt für YouTube. Das Problem ist, seine Twitch-Videos sind immer so leise. Ich weiß nicht, was der Junge macht, aber naja. Wirst und deine Reichweite verlierst. Wenn ich deine Reichweite verliere, mache ich einfach was, was wieder an Reichweite gewinnt, weil es wird immer was geben, was mir Spaß macht und reichweitenstark ist. Und warum zu alt? Warum soll ich zu alt werden? Ich meine, vor 10 Jahren habe ich auch YouTube gemacht, ich habe halt was anderes gemacht. Und jetzt mache ich halt was. Ich raste immer noch aus, schiebe Autismus-Kicks in den Streams und meinen Videos. Ja, das macht mir Spaß. Ich finde, das passt zu mir. Gleichzeitig aber mache ich auf dem Lifestyle-Channel nur wieder ein paar ernstere Videos. So kann ich voll dahinter stehen. Vielleicht mache ich in 10 Jahren kein YouTube mehr, wer weiß. Vielleicht mache ich es aber doch noch mit einem etwas anderen Content. Vielleicht mache ich Witze wie Witz vom Olli. Vielleicht hat er einen neuen hochgeladen. Ich will ganz kurz einen guten Witz hören. Witz vom Olli, was ist das? Ja, es ist Sonntagmorgens, also jetzt genau 22 Minuten nach Mitternacht. Ihr seht, ich habe schon wieder Krücke dabei. Also, auf der einen Seite ist er traurig, aber ich kann ja über so Sachen auch lachen. Ich habe mir tatsächlich auf meinem eigenen Sommerfest, als ich von der Bühne gesprungen bin, jetzt am linken Fuß der Achillessehne abgerissen, also. Yo, als ob er Stage-Diving macht mit so Rentnern, Digga. Was geht denn bei ihm für einen Film? Er hatte seine Community, so Schwabenwitze, haut die an so Senioren raus. Wahrscheinlich macht der Typ bei den Senioren Stage-Diving, oder? Senioren, seid ihr bereit für das absolute Stage-Diving? Und die Senioren denken sich einfach nur so: Ach du Scheiße, ich weiß nicht einmal, ob ich mich gerade selber auf die Beine halten kann. Ja! Und plötzlich schaut er den Typ in die Stage rein. Ja, Witz vom Olli! Währenddessen noch einen kompletten Lachflash geschoben. Alter. Achillessehne gerissen. Du, ich glaube, meine Achillessehne ist gerade durchgerissen. Mega witzig. Der Donnerstagskracher kommt mal wieder aus dem Krankenhaus. Ey, Nico hat schon Schaden. Also der ist komplett in seiner eigenen Welt. Junge, Junge. Autismus am Start. Verstehe ich nicht. Wie? Ja, ich sage ja, ich sollte eigentlich, ich sollte mich auf Bodenniveau bewegen. Verstehe ich auch nicht. Brutale Witze. Also man muss ja hier auch sagen, das ist eine Reaction von einer Reaction auf eine Reaction. Geiles Video. Aber was soll man machen? Schmerzfreier Witz vom Beifahrersitz. Auch den habe ich verstanden. Zieglinde steht unter der Dusche und hört, wie es unten an der Haustür klingelt. Und sie wartet auf ein ganz dringendes Paket und rennt nackig runter. Und der Postbote geht schon auf und ab vor der Haustür. Und also denkt sich niemand daheim, macht er der Briefkastenschlitz auf gut drei. Genau in dem Augenblick, als Zieglinde nackt hinter der Haustür steht. Und dann guckt der Briefträger so rein und sagt: Hey, Lockerköpfle, ist Mama auch daheim? Was hat er gesagt? So rein und sagt: Hey, Lockerköpfle, ist Mama auch daheim? Achso, das war der Witz. Scheiße. Was haben wir uns da wieder reingezogen? Schon! Hey, Lockerköpfle. Ach, das war wirklich der Witz! Ach du Scheiße, da bin ich echt komplett raus. Alter, Witz vom Olli, Mann. Normalerweise hat man ja noch sogar gecheckt, wann der Witz kam. Jetzt habe ich nicht mal gecheckt, wann der Witz kam. Hast du die Liebe deines Lebens schon erlebt in deinen Beziehungen? Hä, natürlich nicht, sonst hätte ich sie ja jetzt. Hä, check ich nicht. Bitte. Oder verstehst du es gerade falsch? Die Liebe deines Lebens ist doch die Person, die du am Ende heiraten musst, oder? Hab ich noch nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie die Frau aussehen soll und wie die Frau acten soll, um mich so zu überzeugen, dass ich sage: Ja, Mann, die muss ich heiraten. Keine Ahnung. So viele Frauen heutzutage, bei denen ich mir so denke: Digga,
in dem und dem Bereich. Tickst du auch nicht ganz richtig. Es geht bei dir im Film. Heiraten oder Freundschaft plus? Ich finde, das ist eigentlich doch eine behinderte Frage, sorry. Achso, du hast gesagt, was hältst du von heiraten oder was hältst du von Freundschaft plus? Okay, sorry, ich halte meine Fresse jetzt. Ich finde heiraten eine super Sache, aber man muss wirklich drauf eingehen und man muss sich wirklich sagen, man trifft diese Entscheidung. Viel zu viele Leute heutzutage heiraten einfach nur aus dem Affekt. Oh, ich muss heiraten, ich heirate einfach mal. Perfekt, 2 Monate später. Ja, das stimmt auf jeden Fall und im Endeffekt, kommt es dann dazu, dass die meisten sich einfach scheiden lassen. Ich meine, wie hoch ist die Scheidungsrate hier in Deutschland? Oder die, wie sagt man das, alleinstehenden Haushalte, sprich, dass man alleine lebt. Also es ist sehr, sehr, sehr hoch. Ich bin geschieden, absoluter Bullshit, Mann. Kam irgendwo dem letzten Mal im Radio oder so, als ich nach Berlin gefahren bin. Kann ich gar nicht hinterstehen, sowas. Bin ich kacke. Freundschaft plus ist halt eine schwierige Sache, ne? Es gibt halt voll oft die Situation, vor allem halt, ich merke es halt oft bei Mädels, dass sie so denken, ja, okay, perfekt, wir haben die offene Beziehung, in dem Fall Freundschaft plus, läuft einfach so nebenher und dann fangen halt trotzdem irgendwann an, Gefühle von der einen oder anderen Seite zu kommen und das ist halt dann abgefuckt, ne? Da muss man einfach aufpassen und genau miteinander sprechen, wie das Ganze abzulaufen hat. Ja, das ist auf jeden Fall echt immer so. Meistens erhoffen sich die Frauen da mehr davon. Das bleibt meistens nicht nur bei Freundschaft plus, beim Sex oder so. Ist nie so. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Brauchst du noch? Ach, mit der Frage triffst du mich gerade. Ich sage euch ganz ehrlich, ich will nicht rumlügen. Ich rauche nicht offiziell, ich rauche auch nicht inoffiziell, aber ich habe die letzten Tage ein paar Zigaretten geraucht. Ich weiß, ehrenlos und ich weiß, richtiger Bastard und ich weiß, absoluter Minus-Move. Aber ich weiß einmal, du fängst einmal an zu rauchen, wenn du einmal geraucht hast, du bist auf jeden Fall hooked bis ans Ende von deinem Leben. Ich hab naja, das glaube ich auch. Ich meine, die meisten können ja gar nicht mehr aufhören oder wollen es auch gar nicht. Aber selbst wenn es mal jemand geschafft hat und dann neben ihm oder so fängt einer mal wieder an zu rauchen, da ist die Sucht größer oder in dir, dass du das Ganze wieder aufholst. Man sagt ja auch, die Jahre, die du dann nicht mehr rauchst, und sobald du wieder anfängst, du wirst alles nachholen. Du wirst noch mehr rauchen. Ein Jahr nicht geraucht und ich habe trotzdem ein paar Zigaretten geraucht die letzten Tage, weil der Dreh so stressig war und ich so wenig geschlafen habe. Ich schwöre, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich weiß, es ist unnötige Aktion und hatet mich ruhig dafür. Ich bin letzte Bastard, ja. Zigaretten, wenn ihr einmal damit anfangt, ich sag's euch ehrlich, wenn ihr einmal Raucher seid, ihr kommt davon nicht mehr los. Dieses Nikotin holt einen immer wieder. Es holt einen immer wieder und ich muss mich jetzt wirklich auch wieder, ich muss mich auch wieder raffen, Digga, das geht so nicht. Ich kann nicht einfach zwischendurch rauskommen. Ich bin der letzte Bastard, ja, ich bin der letzte Bastard, beleidig mich jetzt. Machst du ja gar keinen Sinn, Sabine. Ja, ich mach keinen Sinn. Aber wenn du nicht rauchst, wenn du nicht geraucht hast, dann weißt du auch nicht, wie sich das anfühlt. Es ist echt räudig. Digga, Nikotin catcht einen so wie Koks. Nikotin ist wirklich, macht unglaublich süchtig. Wie oft trinkst du Alkohol? Ja gut, Droge bleibt Droge. Egal was für eine, ob das jetzt Alkohol ist, ob's ja, in Art von Zigaretten ist Nikotin, Shisha, also im Tabak oder sonstige Drogen, macht alles süchtig, alles. Alkohol, ja, ist eine gute Frage. Alkohol trinke ich sehr, 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 sehr selten. Als ich damals angefangen habe, richtig Fitness durchzuziehen, war das immer für mich noch so, boah, das Highlight kommt, ich darf bald mal wieder eine Runde Alkohol saufen, Digga. Jägermeister! Und habe mich immer extrem drauf gefreut. Aber mittlerweile ist es echt so, Digga, ich trinke vielleicht richtig einmal im Jahr. Also so, wenn ich so richtig dicht bin, einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Ich glaube, ich habe jetzt aber, dass ich so richtig dicht war, ist, glaube ich, tatsächlich jetzt demnächst ein Jahr her. Auf dem Basen war das, dass ich richtig raus war. Ich sauf irgendwie nicht mehr so. Ich habe auch nicht mehr so Spaß dran. Wenn ich mal trinke, dann trinke ich wieder so ein paar Drinks, so ein paar Bier. Ich schieße mich nicht so aus dem Leben. Ja, okay, kurz und knapp. Viele Worte. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Zum Thema, was haltet ihr von Heiraten oder Freundschaft plus und von Alkohol und Zigaretten? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.